bin selber ein begeisterter Leser von der Finanztest und selber als Makler registriert und hätte einige Fragen. Ja, die letzten Tests, die wir gesehen haben, das war der Test, wo die Banken kontrolliert wurden, und das war wirklich eine Katastrophe aus meiner Sicht, weil man sich da nicht mal an Gesetze hält. Ja, wie werten Sie das? Also das eigentliche Problem ist, dass Anlageberatung natürlich heißt, ich muss erstmal wissen, wie der Kunde aussieht, ich muss den viel fragen und erst dann kann ich ihm vernünftige Produkte verkaufen. Dass das nicht stattfindet, ist eigentlich nicht ein Problem der Gesetze, die existieren, die gibt es nämlich dafür, sondern der Kontrolle dieser Gesetze. Und die eigentliche Frage, die man sich stellen muss, was muss eigentlich sozusagen vielleicht auch von staatlicher Seite gemacht werden, damit Gesetze eingehalten werden. Wenn ein Tempo-80-Schild am Ortsausgang steht vor der Kurve, dann ist da hin und wieder ein Blitzer dahinter und der sorgt dafür, dass die Leute das Tempo-80-Schild auch ernst nehmen. Vielleicht muss man sowas in dem Finanzdienstleistungsbereich auch häufiger machen, dass es eben tatsächlich Konsequenzen hat, wenn man sich nicht an die geltenden Gesetze erhält. Wenn Sie sich jetzt was wünschen könnten und sagen könnten, okay, ab morgen könnte das möglich sein, was sollte in der Beratungslandschaft passieren? Also was ich mir wünschen würde, ist tatsächlich, dass Beratung honoriert wird und dass es draufsteht. Also wenn ich bei der Bank bin oder bei einem Makler, ist egal, wenn ich da eine Stunde sitze, dann darf das 100 Euro kosten, und wenn der dann nachher der Meinung ist, er kann das mit irgendwelchen Provisionen verrechnen, ist das fein. Aber ich möchte erst mal wissen, was diese Beratung kostet. Es ist auch nichts Ehrenrühriges, wenn man sagt, meine Arbeit kostet Geld und ich bin gut, ich bin professionell und das darf auch Geld kosten. Und wie man das dann konkret abwickelt, das ist eine zweite Frage. Aber dass Leute, die Finanzprodukte verkaufen, der Meinung sind, sie können nicht sozusagen ihrem Kunden gegenübertreten und sagen, meine Arbeit kostet Geld. Und ich will für die Beratung, die ich bei dir mache, 100 Euro die Stunde, weil ich die brauche. Sonst kann ich den Laden nicht bezahlen. Das ist das, was ich nicht verstehe. Ich finde, mit einer guten Ausbildung ist da mehr Selbstbewusstsein vonnöten. Ja, da bin ich auch ganz Ihrer Meinung. Ja, vielleicht noch eine weitere Frage. Wenn man sich mal die Vermittlerlandschaft anguckt, die sich ja auch permanent entwickelt, wo würden Sie sagen, wo geht der Trend hin? Also ich glaube, dass wir eine stärkere Differenzierung bekommen, dass wir mehr Leute bekommen werden, die mit Honorar arbeiten, die ja tatsächlich Honorarberatung machen, vielleicht auch gar nicht verkaufen an der Stelle. Und das andere, was wir bekommen werden, was ich glaube, ist, dass wir Firmen bekommen werden, die erkennen, dass sie einfache Produkte verkaufen müssen. Wir werden sozusagen das, was wir im Bankenbereich schon haben, bei einigen Direktbanken werden wir auch im Versicherungsbereich bekommen, dass die Verkäufer dieser Produkte erkennen, dass es am sinnvollsten ist, ein Produkt ohne großen Schnickschnack dran zu haben, ein Produkt, das die vernünftige Absicherung zu einem vernünftigen Preis leistet, nicht kompliziert ist, dass der Kunde verstehen kann, dass der Vermittler guten Gewissens empfehlen kann, und lieber 10 von diesen Produkten im Portfolio zu haben und damit auch über Jahre auf dem Markt zu sein, als 150, die man dann vielleicht selber auch nicht mehr überschaut. Also geben Sie dem unabhängigen Makler, der also kundenorientiert ist, im Interesse des Kunden arbeitet und auch die Provisionsausweis, die meisten Chancen. Ich gebe denjenigen die Chance, die meisten Chancen, die transparent mit ihren Kosten und mit dem, was sie vom Kunden verlangen, umgehen. Wer nicht transparent ist, der muss auf Dauer aus dem Markt raus. Und das ist auch eine Aufgabe, die Stiftung Warentest hat. Weil unsere Aufgabe ist, Satzungsauftrag ist, wir müssen unseren Leserinnen und Lesern helfen, dass die den Markt verstehen und dass sie das beste Produkt finden können. Von daher ist jeder, der nicht transparent ist, uns ein Dorn im Auge. Diese Sendung wurde Ihnen präsentiert von der BVF GmbH in Rochlitz. Wir suchen Ihnen die Goldkörnchen aus den Angeboten der Finanzdienstleister.